Wir wollen Öllampen machen, Pflanzenöllampen, selbst gebastelt, mit solchen Einmachgläsern einfach, unter anderem. Zum Beispiel so ein Senf, also was heißt Einmachgläser, einfach irgendwelche Gläser, Schraubgläser. Zum Beispiel hier dieses Senfglas, irgendein Aufstrich, Gurkengläser. Und die beiden sind schon ziemlich ready, bei den unteren. Den Rest spülen wir jetzt eben noch, also weichen den ein, damit man es hier abziehen kann. Und dann schwinge ich mal zur Seite. Pflanzenöl. Wir haben jetzt Rapsöl genommen, das ist sehr geruchsneutral. Sonnenblumenöl geht auch. Das werden wir als letzten Schritt einfüllen. Und mit dem Deckel passiert Folgendes ungefähr. Wir haben hier mal so ein bisschen rumgetestet. Wir klöppeln da ein Loch rein. Das ist das erste Loch, das war dann zu groß. Dann haben wir hier noch ein Loch gemacht und das war für unsere Zwecke gut. Das wird aber in der Mitte trotzdem sein bei den anderen Deckeln. Und da wollen wir dann einen Docht durchziehen. Den Docht stellen wir her aus einem alten Baumwolltuchfetzen oder Leinentuchfetzen. Circa 4 cm Breite, das werden wir dann im Video auch noch kurz festhalten. Genau. Und ja, den ziehen wir dann durch den Docht, den falten wir grob, sodass sich das Öl gut vollziehen kann. Wenn man den zu eng faltet, dann kann sich das Öl nicht durch die Kapillareffekt nicht so gut hochziehen. Der Docht sollte halt so lang sein, dass der ja, bis unten das Glas erreicht, kann aber auch ruhig ein bisschen länger sein, dann wie so eine eingerollte Schlange da rumliegen. Und der sollte circa einen halben Zentimeter vielleicht rausgucken. Und wenn man es dann anzündet, wollen wir halt nicht, dass es hier schwarz wird und auch so ein bisschen mit Sicherheit erreichen. Deswegen haben wir jetzt hier ein Metallröhrchen, wir haben uns für Messing entschieden. Das ist ein schönes Material. Welches Material wollten wir nicht haben? Irgendwas, was wir nicht Wir haben. wollten keinen Stahl haben. Genau, kein Edelstahl, kein Aluminium oder sowas. Messing lässt sich halt viel besser verarbeiten, ist weicher. Ist aus Kupfer Ist eine und. Legierung aus Kupfer und Zink. Ja, genau, und das passt dann hier ins Löchchen rein halt. Und das ist jetzt halt nicht lachen. Das ist noch zu lang, das sägen wir dann kurz zurecht, einfach mit einer Handsäge, ist auch ziemlich einfach. Es wird dann circa so ein Stück oben raus. Und dann schneiden wir es ja vielleicht in der Mitte so ab. Und das ist ein bisschen weiter nach unten. Nicht abschneiden, absägen, ein bisschen weiter nach unten noch ins Gefäß reingeht. Da dann den Docht rein und oben ein bisschen aufspreizen, damit er sich nicht nach unten durchzieht. Ist jetzt nicht die Optimallösung, aber es ist relativ einfach, schnell und günstig Ja, und wir haben auch eine und schöne Technik entwickelt, wie man das Loch genau, einfach hier einschlagen die kann. Und meisten bohren das halt und kannst du jetzt erzählen ja, das mal. mit dem Bohren ist uns einfach zu aufwendig. Wir wollen jetzt nicht extra ein elektrisches Gerät, eine fette Maschine besorgen, um solche einfachen, simplen Sachen zu machen. Das geht einfach alles viel schneller und einfacher mit ganz simplen Mitteln, die jeder zu Hause hat. Wir haben jetzt einfach einen Schraubendreher genommen. Ein Kreuzschraubendreher und ja, ein Brett als Unterlage, dann hingelegt halt den Deckel, Schraubendreher angesetzt und Hüttenhammer einfach reingeklöppelt. Vorsichtig, braucht man nicht viel Kraft für. Und dann mit einem nächstgrößeren Schraubendreher, also vom Durchmesser, dann halt ein bisschen größer gemacht, dann rumexperimentiert, was halt optimal ist für diese Größe. Ja, und die weiteren Schritte, die wir dann noch machen, die dokumentieren wir auch. Ich wollte es nur am Anfang schon mal erklären, die einzelnen Schritte. Wir sehen uns gleich. Ja, die Einmachgläser legen wir jetzt in heißes Wasser mit wenig Spülmittel, damit sich. Oh, kein selbstgemachtes Spülmittel, Nicole. Ja, wir haben diesmal kein Spülmittel selbst gemacht. Wir sind zu Besuch bei Marvins Eltern und improvisieren hier mit dem, was da ist. Genau, die weichen wir jetzt deswegen ein, damit sich die Etiketten von außen Ja, damit es ablösen einfach lassen. geruchsneutral wird. Ja, genau. Wir haben die schon vorgewaschen, aber die Etiketten, ich hoffe, dass wir die so gut abkriegen. Ja, die lassen wir jetzt erstmal ein paar Minuten ziehen oder eine halbe Stunde. Mal gucken, wie lange
Ja, ein bisschen länger, also Ja, ein oder paar eine Minuten werden Stunde. vielleicht, ja, genau, Ja, ungefähr. vielleicht eine Stunde. Mal ausprobieren. Also wir machen jetzt die Dochte, beziehungsweise Nicole macht jetzt die Dochte für diese Pflanzenölkerzen. Wir hatten zuerst altes Baumwoll-Leinen-Mixgewebe aus einem alten, weiß nicht, Bettlaken versucht und versucht das so leicht zu rollen, um die Kapillarwirkung zu verstärken, aber es hat bei uns nicht funktioniert. Kann an verschiedenen Dingen liegen. Wir versuchen jetzt auf jeden Fall Baumwollgarn und das zu ver nicht verflechten, sondern zu verkordeln. Und ja, zeigen wir mal kurz, wie Nicole das macht. Ja, also ich teile jetzt 11 Fäden ab. Die Zahl hat sich einfach daraus ergeben, dass wir eine bestimmte Stärke haben wollen. Wir wollen einen Docht haben, der. Und weil 11 magisch ist, so, Weil ich. sag's doch. Okay, das ist zu. So. Zwei war jetzt, Es ne? ergibt einfach eine schöne Dicke für das Röhrchen, welches wir für die Öllampen benutzen wollen. Ja, wir haben so ein Metallröhrchen, so ein Messingröhrchen, damit bei den Deckeln von den Gläsern, damit die halt nicht schwarz werden und damit es auch ein bisschen sicherer ist und die Hitze jetzt nicht so einen Impact hat. Und das Röhrchen hält das so ein bisschen, die Flamme halt so ein bisschen fern Und vom Deckel. ja, wir improvisieren und da hat sich dieser Griff als praktisch erwiesen. Ich knote jetzt die Bänderchen drin fest. Und als nächstes drehe ich die Bänder. Ich weiß gar nicht, ob ich zoomen kann. Mal gucken. Ja, und damit sich die Spannung Ha! gleichmäßig verteilt, gehe ich zwischendurch noch mal ein bisschen drüber. Und dann Da kommen die Spinnenerfahrungen wieder zum Vorschein. Und jetzt ist halt wichtig, dass es nicht zu straff gedreht wird. Wenn die Weil. Kordel zu eng hergestellt wird, dann schwächt das die Kapillarwirkung ab. Also Und jetzt. Kapillarwirkung heißt im Prinzip, dass das Öl möglichst effektiv nach oben gezogen wird, bis zum Ende des Dochts halt, wo die Flamme sein soll. Und jetzt kann man mal testen, wie stark der Drall ist. Also der bildet sich jetzt hier an zwei Stellen aus. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich denke, das reicht. Dann legt man die Das beiden ist viel Hälften zu professionell. zusammen. So. Und ich helfe noch ein bisschen nach, damit sich das hier gleichmäßig verteilt. Das ist dann quasi schon das Endergebnis. Also es wird dann einfach nur, ja, man lässt es einfach sich verdrallen. Also es ist jetzt nichts Genau. Kompliziertes oder so. Und das wird Dann ist jetzt es halt hier so ein Zopf und abgeschnitten und dann fertig. einfach nur Ein Knoten am Ende. verknotet. Fertig ist die Geschichte. Also es dauert halt vielleicht eine Minute oder so, einen herzustellen. Wir müssen aber noch ausprobieren, ob es funktioniert, aber gestern hat es funktioniert. Und der von gestern, der war sogar, ich glaube, der war dünner, ne, und hatte deswegen gar nicht so ein. Der war dünner. Jetzt haben wir die etwas dicker gemacht. Die sollen auch nicht Genau. zu eng in diesem Rohr sitzen, sondern Ja. Aber so ja. reicht es gerade noch fürs Röhrchen. So ist dann halt die Flamme auch ein bisschen größer, dass das nicht einfach so eine Mini-Kerze ist. Okay, wir machen, oder Nicole, wir in diesem Fall, weil ich das halt filme auch. Machen jetzt die Löcher in die Deckel der Gläser, wo das Röhrchen, da liegt zum Beispiel ein Röhrchen hinter dem roten Deckel, aber das wird halt noch gesägt, kurz per Hand. Genau, wird dann da durchgesteckt und dadurch dann wi wiederum die gefertigten, verkordelten Dochte. Und hier haben wir schon mal, oder hat Nicole schon mal vorgestanzt, sage ich mal. Und hier ist noch ein kleines Löchchen, das ist ein Luftlöchchen, das ist halt wichtig, damit, keine Ahnung warum, auf jeden Fall ist es wichtig, damit die Flamme wahrscheinlich nicht ausgeht. Und ja, wir machen halt einfach ein kleines Hämmerchen und drei verschiedene Kreuzschraubendreher und
Führe das mal kurz vor. Genau, also ich habe hier Brett als die. Unterlage. Du wolltest, glaube ich, auch noch ein Tuch als Unterlage Ja, nee, haben. das passt schon. Also es ist wichtig, dass das Brett sauber ist, dass da keine Metallspäne sind, weil die Und es, sonst je die weicher Decke das Brett, desto zerkratzen. besser, ne? Genau, das ist jetzt einfach ein Brett aus Fichtenholz. Genau. Und ja, es soll sauber sein, damit der Deckel nicht zerkratzt. Und ich habe hier mir schon mal die Mitte markiert. Dafür habe ich einen Schraubendreher, einen Kreuzschraubendreher angesetzt und dann von Hand ein paar Mal gedreht. Und der geht dann von alleine durchs Blech. Das ist einfach super dünn. Ja, die meisten benutzen halt einfach eine Bohrmaschine, machen ein Loch rein, aber wir haben uns gedacht, brauchen wir nicht. Wir können das mit einem Hämmerchen kurz reinpacken. Genau. Das ist einfacher und es wäre unnötig, irgendwelche elektrischen Gerätschaften da wieder anzuschaffen. Und also hier sieht man auch, wie sich diese Metallstücke Ausfranst. ausfransen. Damit sich das jetzt nicht wieder platt drückt, lege ich das ja über ein Loch, was hier schon drin ist in der Platte. Und jetzt nehme ich den nächstgrößeren Schraubendreher, damit wir am Ende auf den Außendurchmesser von dem Röhrchen kommen. Darum geht's. Genau, und einfach durchschlagen. Durchschlagenden Effekt. Und jetzt kommt die letzte Größe. Und Meine, das jetzt schauen ist wir so mal, simpel ob einfach. das Röhrchen Also. passt. Ja, ist auch ein bisschen auf Spannung. Ja. Moment, ich muss wieder rauszoomen. Und jetzt kann man sich überlegen, ob man diese kleinen Fransen mit dem Hammer vorsichtig runterschlägt und dann mit dem Schraubendreher wieder nach unten. Oder ob man die oben lässt, weil die halten natürlich das Röhrchen so ein bisschen. Was wollen wir Ja, machen? also wir machen es noch so, dass wir das dann aufspreizen oben, das kleine Das Röhrchen. zeigen wir gleich. Genau, aber damit, falls Sie sich jetzt die Frage stellen, Ach jetzt, weil so. es, damit es halt nicht wieder unten durchrutscht, einfach das zeigen wir dann halt gleich. Genau. Ja. Also hier stehen jetzt diese Metallfransen raus. Genau, weil um ein Loch zu schlagen, macht es natürlich erstmal Sinn, den Deckel so rumzulegen, weil er dann flach aufliegt. Würde man das Loch von der Seite aus reinschlagen, würde das ganze Blech sich komplett verkrümmen. Deswegen haben wir es erstmal so rum gemacht. Aber jetzt sollen die Fransen halt nach innen. Und dafür klopfe ich die mit dem Hammer. Erstmal ganz vorsichtig. Stück für Stück runter. So schön. So. Sieht aus wie so eine Schraube Und wegen dem jetzt, Schraubendreher. also ich bin jetzt mit dem Schrauben, ich habe jetzt die Metallfransen mit dem Hammer wieder in die Mitte geschlagen. Und jetzt will ich sie, jetzt möchte ich, dass sie auf der anderen Seite rauskommen. Also, Ja. dafür gehe ich einfach einmal nochmal hier durch. So. Läuft das Video? Jo. Also das Ziel ist ja, dass diese Röhrchen, durch welche der Docht läuft, später gekürzt werden und hier durchgehen. Und damit die nicht durchrutschen, falten wir die einfach von oben ein bisschen. Das Material ist Messing. Das ist relativ dünnes Messingrohr. Und ja, wir haben hier einen Schraubendreher. Der passt so in Also etwa das hier. gleiche, was wir zum Stanzen halt benutzt haben, Genau. sozusagen. Clara, gehst du mal bitte? Danke. Genau. Ja, und jetzt setze ich das Messingrohr an, lege den Schraubendreher drauf. Geht das alleine Ja. eigentlich? Ja. So. Jetzt hat sich das ein bisschen geweitet. Man sieht, dass sich da ein Muss das? leichtes Vierkantprofil gebildet hat. Und jetzt drehe ich den Schraubendreher um 45 Grad. Na, mit so ein Ja, Sternmuster, so das wird eine so ein Art Sternmuster. Und Profil, damit das ja. gleichmäßig wird, ja, setze ich jetzt noch zwei oder dreimal an.
Und dann ist das Material im Prinzip so weit geweitet, dass es nicht mehr durch die Öffnung im Deckel rutschen kann. Moment, muss fokussieren. Aber fokussiert nicht so gut. Ja, jetzt. Er stellt halt wieder unscharf die ganze Zeit aus, wenn ich die ganze Zeit hier drauf tippe. Aber ja, man sieht es auf jeden Fall. Ja, dann kann es halt nicht unter den Deckel runterrutschen. Genau. Und dann haben wir uns überlegt, noch Abstandshalter zu nehmen, damit es halt ein bisschen rausguckt. Wir nehmen dafür einfach Muttern. Wir haben jetzt einfach entschieden, einfach mal drei zu nehmen. Man kann auch zwei nehmen oder eins. Man kann auch halt rumspielen. Unterlegscheiben meine ich natürlich. Muttern haben wir aber auch. Ja, die legen wir dann halt unter. Können Sie mal Das sieht dann vorführen. im Prinzip so aus. Ach ja, und euch hier oben, Dann. das wird noch abgefeilt. Also da ist ein leichter Grat entstanden. Das ist jetzt noch nicht die Endversion, aber im Prinzip wird es reichen, wenn es nur um die Funktionalität geht. Genau, und Da das wird dann oben. rutscht nicht in die Richtung und um die Richtung geht es eh nicht. Aber Außer es das. würde halt auch nicht durchrutschen jetzt. Genau. Jetzt hast du den Senfglasdeckel genommen. Arretiert sich einfach rein mechanisch, Genau, ohne dass man dann jetzt. steht halt ein bisschen raus, genau, arretiert sich, genau, dass das dann einfach so bleibt. Das Genau. ist das Einfachste. Wir hatten halt im Internet gelesen, irgendwas von Gewinde, Rohr, also mit Außengewinde und da dann eine Mutter draufschrauben. Das wäre natürlich auch gut, weil dann halt weniger Zwischenräume sind. Aber das haben wir jetzt nirgends im Baumarkt gekriegt und das ist eigentlich eine ganz gute und sehr einfache Methode, die jeder machen kann. Und so Ja. ein Rohr, das haben wir jetzt halt auch im Keller gefunden. Also wir haben nichts gekauft, außer das Pflanzenöl für 1 Euro, so einen ganzen Liter. Ansonsten haben wir halt alles hier gehabt, also Upcycling. Genau, das ist auch eine Möglichkeit. Die Feder, die kürzen wir dann halt noch, aber es soll halt nicht zu weit rausstehen. Ja, und als dritte Oder eine Variante Mutter eine könnte man auch Mutter. nehmen, als Ja. Abstandhalter einfach. Ja, das Ding Alles ist, klar. man braucht halt nichts Kompliziertes wie Gewinde oder sonst was. Habe Uns ich ja ging's, gerade gesagt, achso, ja, stimmt. uns ging es auch einfach darum zu improvisieren und ein bisschen zu experimentieren und Upcycling. ja, Ja. Upcycling Dann halt und. Öllampen für 0 Euro quasi. Ja, und zwei von. Das sind halt einfach. Zum Beispiel so ein Senfglas halt. Und das größere Gläser ein Essiggurkenglas. Genau, da haben wir jetzt die Löcher schon reingemacht, haben wir ja vorhin gezeigt. So, bis zum nächsten Schritt dann. So, wir, Nicole wieder, ratscht jetzt hier so ein bisschen, sägt jetzt die, ja, das mit Messingrohr einfach ein bisschen in die gewünschte Länge. Genau. Einmal rundherum anreißen, also quasi ganz leicht einsägen, damit man Eine Führung hat eine sozusagen. saubere Führung hat und dann einfach durchsägen. Geht auch Brauchst, relativ schnell. ja, brauchst jetzt eigentlich Ist noch das gar jetzt nicht Messing. eine spezielle Metallsäge oder sowas? Wir haben einfach die nächstbeste Säge genommen, die hier rumlag. Also die ist auf jeden Fall für Metall geeignet. Ich säge halt lieber mit Goldschmiedesägen, aber Und man kann empfehlen für die meisten Leute es einzuspannen irgendwo, aber es geht halt auch genau. so. Ja, wenn man es in Schraubstock einspannt, dann würde man hier noch einen massiven Stab durchstecken, damit sich das nicht quetscht im Ja. Schraubstock, weil das ist ja ein dünnes, hohles Rohr. Und unter dem Druck des Stockes würde das Ist das speziell bei Messing so oder gibt es auch härtere Metalle, wo das nicht so nötig ist? Stahl oder ja, so? Stahl macht halt nicht, auch nicht so viel Spaß zu sägen. Aber ein Ja. dünnwandiges Stahlrohr würde auch zerquetscht werden, wenn du das fest einspannst Ja. in den Schraubstock. Ja. Wackelige Unterlage. Ja, wie gesagt, ach, das muss ja jetzt auch nicht so irgendwie super Richtig. präzise Ja, sein. fertig. Fertig. Und das jetzt halt noch mit einer Feile versäubern. Das waren jetzt ein paar Sekunden halt nur. Also hier eben. Einfach alles sehr einfache Arbeitsschritte halt, die jeder spontan sofort machen kann. So, hier mache ich noch den Grat ab. Das ist so eine scharfe Metallkante. Und die Feile ist jetzt eigentlich ein bisschen zu groß, aber es geht, um innen drin nochmal entlang zu fahren und innen drin den Grat zu entfernen.
war's. Jetzt haben wir das erste Röhrchen fertig. Ja, in ein paar Minuten oder so. Ja. So, hier haben wir jetzt das fertige Glas. Wir haben es, hier sieht man es durchs Röhrchen gesteckt, den Docht. Ein bisschen kürzer haben wir das Röhrchen jetzt gemacht. Und hier oben ist halt gespreizt, das Röhrchen. Hier haben wir so einen Abstandshalter. Hier ist das Luftloch. Hier haben wir jetzt Dekor schon reingetan. Lavendel. Jetzt kommen wir auf der anderen Seite. Bis mit, na, hier ist es. Hier ist dann Lavendel. Rosenblüten, Tanne und Lavendelzweig. Hier ist noch ein Lavendel und da unten. Kann man jetzt leider nicht so gut erkennen. Genau, jetzt gießen wir das Pflanzenöl rein. Wir hatten auch gestern schon drei für meine Eltern gemacht als Weihnachtsgeschenk. Und die haben super funktioniert. Das Öl gießen wir jetzt nach Möglichkeit bis nach oben, bis fast zum Rand, weil das die Kapillarwirkung erhöht, wenn das Öl sehr hoch im Glas steht. Ruhig noch ein bisschen. Noch ein bisschen ruhig. Okay. Und je weiter der Docht raussteht, desto höher wird die Flamme. Und das könnte jetzt für ja, 1 Minute dauern, bis sich das vollzieht. Ja, Sieht jetzt nochmal hübscher aus, halt alles da drin mit dem Öl. Und es dauert, kann aber ein paar Wochen dauern, bis sich der Duft der Dekorsachen entfaltet. Und dann, ja, der Raum auch danach riecht ein bisschen, wenn man die Kerze anzündet. genau, und der Docht muss sich jetzt mit Öl vollziehen. Vorher braucht man den gar nicht anzuzünden, sonst verbrennt der einfach nur. Und da schaut man dann zwischendurch einfach, testet über Druck, ob der vollgesogen ist mit Öl. Also ich denke mal, den kann man bestimmt locker eine Stunde stehen lassen und dann passt das. Ja. Einfach ausprobieren. Ist auch immer ein bisschen anders, je nach Material und Beschaffenheit und Stärke. Jo. Und hier seht ihr die fertigen Gläser. Minze und Rosenblätter. In dem Glas. Die haben wir im Garten gefunden. Hier sind Tannenzweige, Orange und Hagebutten. Auch aus dem Garten. Und hier hinten ist Rosmarin, Lavendel. Ja, das war's. Rosmarin und Lavendel. Ja, und wie ihr seht, haben wir auch unterschiedliche Sicherung hier benutzt. Einmal eine abgeknipste Feder, damit das Messingrohr nicht durchrutscht. Dann hier drei Unterlegscheiben. Oh, das ist aber etwas tiefer hier. So, drei Unterlegscheiben und eine Mutter. Einfach aufgesetzt, nicht aufgeschraubt.